Die Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei versperrten die Straße auf der einen Seite. Rettungsdienst und Notarzt hatten sich auf der anderen quergestellt. Blaulicht zuckte über die Fassaden der Häuser, über die Feuerwehrleute und ihre müden Gesichter. Die ersten Schaulustigen hatten sich versammelt, die Bewohner der umliegenden Häuser lagen in den Fenstern. Ich würgte den Motor ab und gab mir keine Mühe, ihn wieder zu starten. Wir ließen den Wagen stehen, wo er war, und stiegen aus. Martin rannte los. Wir rannten ihm hinterher. »Oh Gott«, keuchte Merle im Takt unserer Schritte. »Oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott!« »Lass Ilka nichts passiert sein«, betete ich, stumm. »Bitte, lieber Gott, lass ihr nichts passiert sein.« »Das Fenster!« Martin zeigte auf ein offenstehendes Fenster im zweiten Stock eines Hauses und lief schneller. »Oh Gott«, japste Merle. »Oh mein Gott!« Ein Polizist versuchte, Martin aufzuhalten. Martin wand sich unter dem Griff des Beamten, riss sich schließlich los und stürmte in das Haus. Merle und ich nutzten den Moment der Verwirrung und tasteten hinter ihm her die Treppe hinauf. Man nehme einen Künstler, einen Mord, ein Vermächtnis und schon hat man einen Super-Thriller. So scheint das Erfolgskonzept von diesem Buch zu sein, Der Bilderwächter von Monika Veth aus dem CBT-Verlag. Ilka ist glücklich, sie hat einen Freund, sie studiert und es geht ihr gut. Aber sie bekommt dann eines Tages einen Brief von dem Freund und Nachlassverwalter ihres verstorbenen Bruders, Thorsten Uhland heißt der, ihr Bruder Ruben. Ihr Bruder Ruben war Künstler und Thorsten möchte Ruben unsterblich machen. Wie macht man einen Künstler unsterblich? Man öffnet seine Bilder der Welt, damit die ganze Welt sie betrachten kann, sie bestaunen kann. Und zumindest ein kleines Stück von diesem Künstler für immer bleibt. Aber mit der Enthüllung der Bilder würden noch einige Geheimnisse enthüllt werden, die bis jetzt immer geschützt wurden. Und kurz nachdem das Ganze beginnt, gibt es dann auch schon einen ersten Mord. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit, gegen einen Untersuchungskommissar und gegen die tödliche Gefahr, die Ilka bedroht. Ein Top-Thriller aus dem CBT-Verlag, Thriller der Superlative, habe ich es auf Lovely Book, meinem Kurzkommentar, genannt. 10,99 in Deutschland, 11,30 in Österreich. Ein ganz, ganz tolles Buch, 4,5 Sterne habe ich das Ganze gegeben, weil ich es teilweise etwas unangenehm zu lesen fand. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das im Moment an mir oder am Schreibstil der Autorin. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Man sieht hier ja auch von der Spiegel-Bestseller-Autorin Monika Veth. Ganz toll, CBT-Verlag, das Ganze 480 Seiten. Monika Veth wurde 1951 in Hagen geboren und hat dann Journalismus studiert, bevor sie begann, ihre eigenen Bücher zu verfassen. Und das hier ist auf jeden Fall ein absoluter Erfolgsthriller. Es ist ziemlich viel in dem Buch Nachrichten gewesen. Wobei es so ein bisschen Abzug von mir gibt. Einmal dafür, dass ich es, wie gesagt, etwas anstrengend zu lesen fand. Und dass das Cover, naja, also hier hinten sieht es wirklich gut aus. Seitlich sticht es auch ins Auge. Aber diese Bilderrahmen, diesen Blaustich oder was das ist, ja, nicht ganz so meine Sache. Das gibt so ein bisschen Abzug.
Wer sich jetzt so ein bisschen angesprochen fühlt, wenn ich von diesem Thriller spreche, der sollte ihn sich unbedingt besorgen. Ein sehr gutes Buch. Schon allein der Plot ist es wert. Der ist absolut top. Wir haben eine interessante Protagonistin wieder einmal und eine mysteriöse Geschichte. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir aufatmen sollen. Das Buch reißt einen mit über seine 480 Seiten, die doch ja nicht gerade wenig sind. Man sieht es auch, also es ist relativ dick. 5-6 cm und lohnt sich absolut, es zu lesen. Tja, es ist auf jeden Fall mal wieder was anderes, ein anderer Thriller und auch ein anderes Buch, nachdem ich immer sehr viel Dystopien in letzter Zeit rezensiert habe. Jetzt kommt ein bisschen was anderes, unter anderem habe ich hier das Buch da drüben gerade liegen, Hilfe, mein Kaktus hat Herpes. Ich denke, das wird unglaublich interessant. Wie auch immer, kommen wir nochmal zurück zu dem Buch. Eine Top-Empfehlung von mir. Ich hoffe, ich konnte es euch etwas näher bringen und dabei nicht zu viel verraten, was bei Thrillern ja immer so eine Art Balanceakt ist. Gut, dann wünsche ich noch ein tolles Wochenende. Nächste Woche wieder Rereading Weeks. Bis dann. Tschüss.